Gerüchten zufolge ist Ostwestfalen ein Landstrich ohne Besonderheiten. Falsch. Ostwestfalen ist die Heimat von 1000 Schlössern, Burgen und Denkmälern. 170 Museen und Kunstsammlungen. 19 Golfplätzen. 13 Hochschulen und Universitäten. Und einem Safari-Park mit weißen Löwen und 11 weißen Tigern. Außerdem sollen in Ostwestfalen mehr Kühe als Menschen leben. Auch nicht richtig. Auf 55.000 Kühe kommen gut 2 Millionen Menschen. Menschen, die sich durch ihre Tatkraft auszeichnen und nicht durch viele Worte. Osja! Vielleicht ist das ja ein Grund, warum die Region seit Generationen so reich an Unternehmen und Marken ist. Dr. Oetker seit 1891. Der Landmaschinenhersteller Claas seit 1913. Miele seit 1899. Und natürlich Bertelsmann seit 1835. In nur 34 Jahren machte Reinhard Mohn aus dem mittelständischen Verlag ein Weltunternehmen. Viertausend Menschen werden sich am kommenden Montag wieder auf den Weg zu ihrer Arbeit bei Bertelsmann-Töchtern machen. Sie werden 1310 Adressen in 169 Städten und 50 Ländern ansteuern. Der kommende Montag wird ein Montag wie jeder andere sein für die Bertelsmann-Mitarbeiter. Weltweit werden Menschen 1,3 Millionen Bücher, Hörspiele oder E-Books von Random House kaufen. Ausgewählt aus 80.000 Titeln. Millionen Menschen werden Programme der RTL-Gruppe einschalten. Sie werden sich dabei zwischen 46 TV- und 29 Radiokanälen entscheiden. Sie werden etwa 25 Millionen Zeitschriften von Gruner und Jahr kaufen und dabei die Wahl aus 500 verschiedenen Titeln haben. Seit 66 Millionen Mal werden die Menschen Kontakt zu den Services von Avato haben. Und in den Wachstumsmärkten? In China werden 69,8 Millionen Menschen mit Bertelsmann in Berührung kommen. In Brasilien 1,3 Millionen. Insgesamt werden die Menschen weltweit 408 Millionen Mal ihre Zeit mit Bertelsmann verbringen. Hinzu kommen viele Millionen Kontakte über das Internet. Und all das wird am kommenden Montag stattfinden. Und Montag in einem Jahr? Oder in 10 Jahren? Wie viele Menschen wird Bertelsmann in Zukunft erreichen?